Mama, Bonbon. Mami, mach mal Bonbon. Ja, Mama. Wir zeigen euch heute, wie wir Bonbons aus nur zwei Zutaten selber machen, und zwar aus Xylit und aus einem Fruchtpulver. Und diese Bonbons sind auf jeden Fall gesünder als normale Bonbons. Durch den Xylitzucker wird die Kariesbildung gehemmt und sie sind super einfach herzustellen und die halten vor allem richtig lange. Gleichzeitig habt ihr langfristig keinen großen Verpackungsmüll, was ich auch einfach total gut finde. Ihr nehmt jetzt Xylitzucker, ungefähr 200 Gramm, und löst diesen im Topf auf. Und dann nehmt ihr euch ein Fruchtpulver eurer Wahl. Wir haben in dem Fall jetzt hier Himbeerpulver, haben das aber auch schon mit Apfelpulver gemacht aus eigenen Äpfeln. Und löst das Ganze im Topf auf. Und dann rührt ihr das schön, bis es schön heiß ist, bis sich alles aufgelöst hat. Und gebt das Ganze löffelweise auf ein Backpapier. Hier müsst ihr relativ schnell arbeiten, weil der Zucker auch wieder schnell fest wird. Und wenn ihr mit diesem Schritt fertig seid, mixt ihr einfach ein bisschen Xylitzucker zu Puderzucker und gebt dort die Bonbons rein. Und ich kann euch sagen, dass diese doch sehr leicht herzustellenden Bonbons auf jeden Fall auch den Süßhunger befriedigen und langfristig echt eine gute Alternative zu herkömmlichen Bonbons darstellen. Viel Spaß damit!